Herzlich willkommen in der Welt der interaktiven Geschichten. Ich bin Kiki und das ist mein heutiger Gast. Christian! Wir wollen auf eine Party gehen. Wir haben uns extra ein Kostüm geliehen und gefärbt. Wie schön. Und wir wollen kämpfen. Genau, wir wollen ja schließlich Geld gewinnen, um den Professor aus dem Gefängnis zu kriegen. Ich ziehe die blaue Gelaba besser an, bevor ich zum Festplatz gehe. Gute Idee. Also, tu das. Sehr schön. Ich sehe, du hast dir unser traditionelles Festgewand besorgt. Ja. Hat etwas länger gedauert, aber nun passt alles, oder? Ja, nun siehst du aus wie einer von einer uns. Von uns. Ich einer von noch uns. Einer von uns. Film des Tages. Freaks. 1932, 31. Das ist recht gut. Siehst du, muss man sich angucken. Okay. Wollen Teppich kaufen? Brauche ich eigentlich nicht. So. Ich mag den rustikalen Parkettboden in meinem Büro ganz gern. Na gut. Aber wir wollen ja auch zum Kämpfen in das Zelt. Ja, genau. Mir mag ich spannend. Joggen dahin. Ich suche einen Herausforderer. Mr. Echo ist da. Ja, dann aber viel Spaß. Wow. Wundervoll. Für denjenigen, der es schafft, Scheiße, Mann. Als Kind in zu zwingen. Das ist eine Herausforderung, allerdings. Ja, dann. Ah, ein Herausforderer. Ja, ich weiß noch nicht so. Aber sich mit Assis zu messen, das möchtest du doch, oder? Ja, okay. Ja, darum Guck bin mal, ich was hier. Passiert. Applaus für den Herausforderer! Ja. Soll ich dich eigentlich ankündigen? Nun ja, ich heiße Fenton. Klingt reichlich unspektakulär. Wo kommst du denn her? Hongkong. Engländer, oder? Gut, lass mich mal machen. Mhm. Und hier ist Herausforderer Fenton der Brite mit dem Löwenherz. Aha. Über 10.000 Meilen hat er zurückgelegt, um heute hier gegen den Champion von Kamarouge anzutreten, den unbezwingbaren Hassili. Das kann ja nichts werden. Wenn es Löwenherz gelingt zu siegen, winkel ich 100 Euro. Der ganze Zerwürgen. Oder die Hände sind das. Wer mehr als 10 Sekunden regungslos ja, das werden wir jetzt sehen. Ohne die Kampfbühne verlässt, hat verloren. Also. Okay. Nun dann, möge Nun der denn. Kampf beginnen. Nun denn, da keiner reagiert, dann los. Dann los, oh ja. Gott. Oh worauf Gott. Worauf habe ich mich da nur eingelassen? Ja, zu spät. Erstmal ein Schlückchen. Huch. Oh ja, das war kurz. Okay. Dammit. Ja. Ich hab dir ja gesagt, dass mit Assis nicht gut Kirschen essen ist. Ja. Ich will ihn nur in Sicherheit wiegen. Beim nächsten Mal mache ich ernst. Klar. Mein Gott, ich hatte nicht den Kopf eine Chance. Ja gut, aber der trinkt immer aber aus diesem... Aber der trinkt irgendwas und das genau. Das könnte gut sein. Ja, was gibt's denn hier noch so? Zelt des Schamanen. Aha. Oh, das könnte tatsächlich ganz gut sein. Friede sei mit dir, mein Freund. Ja, ja. Und mit dir. Entspann dich und lass dir von mir deine Zukunft vorhersagen. Okay. Warum nicht? Warum nicht? In Ordnung. Aber eigentlich glaube ich nicht an Wahrsagerei. Und warum bist du dann hier? Gute Frage. Warte. Du bist auf der Suche. Wer ist das nicht? Jeder sucht doch irgendetwas, oder? Wohl gesprochen, mein Sohn. Und du suchst einen Freund. Aber du hast auf deiner Suche auch schon viel verloren. Ja, das ist wahr. Du bist sehr weit gereist. Aber dein Ziel ist noch immer weit entfernt und gut verborgen. Du wirst Grenzen überschreiten müssen, die dich an den Rand des Scheiterns bringen werden. Und vielleicht wirst du dann etwas sehen, was nicht gesehen werden soll. Diese Suche ist deine Prüfung. Bestehst du sie, findest du auch, was du suchst. Okay. Bestehst du sie nicht, dann sehe ich Dunkelheit ohne Ende und ohne Hoffnung über diese Welt kommen. Ich will dich nicht in Panik versetzen, aber... Ich soll für die Rettung der Welt verantwortlich sein? Sei doch bitte etwas präziser. Bitte. Werde ich Richard finden? Beide Fragen führen zur selben Antwort.
Bestehst du deine Prüfung, dann findest du auch deinen Freund. Du wirst dich allerdings erneut entscheiden müssen, zu welchem Preis du deinen Freund retten willst. Wenn du scheiterst, steht nicht nur sein Leben auf dem Spiel. Vor dieser Entscheidung würde ich in der Tat nicht zum ersten Mal stehen. So, das genügt mir. Meine Vorurteile wurden bestätigt. Konkretes gibt's nicht und von den vagen Andeutungen lässt man sich nur verrückt machen. Warte noch. Ich sehe auch etwas Erfreulicheres. Kurz vor deinem Ziel wirst du etwas finden, das du gar nicht suchst, weil du es verloren glaubst. Na prima, dann sind meine Manschettenknöpfe ja bald wieder vollzählig. Na gut, sehr beeindruckend. Rückblickend waren deine Vorhersagen schon ziemlich eindrucksvoll. Meine Bedenken konntest du zwar nicht zerstreuen, aber zumindest bin ich ins Grübeln gekommen. Seine Zukunft zu kennen kann erfreulich sein, aber auch erschreckend. Auf jeden Fall ist es stets eine sehr intensive Erfahrung. Ja, allerdings denke ich, dass du dieser Erfahrung mit irgendeiner Droge nachgeholfen hast. Sei ehrlich, was hast du in den Tiegel geworfen? Oh, das ist kein Geheimnis. Der Rauch brennender Stechapfelsamen öffnet deinen Geist und erweitert dein Bewusstsein. Ich habe dich dadurch nicht etwa manipuliert oder hypnotisiert, sondern deine Sinne geschärft, damit du die Bilder aus deiner Zukunft sehen konntest. Okay. Ich weiß nicht. Ich habe mich jedenfalls kurzzeitig ziemlich berauscht gefühlt. Ich war völlig kraftlos und konnte keinen klaren Gedanken fassen. Morgen wirst du gewaltige Kopfschmerzen haben. Okay. Aber sorge dich nicht. In diesen geringen Mengen ist Stechapfel nicht schädlich. Im Gegenteil, wir verwenden ihn als Aphrodisiakum und Heilmittel, zum Beispiel bei Atembeschwerden. Okay. Trotzdem muss man wissen, dass er giftig ist. Und nur wohl dosiert verwendet werden darf. Morgen früh wirst du Schmerzen haben. Ja, das wollen wir, genau. Kannst du mir etwas Stechapfelsamen verkaufen? Du scheinst daran Gefallen zu finden, ne? Ich habe Probleme mit den Bronchien und vielleicht hilft mir das Zeug ja. Mit Sicherheit tut es das. Ja, ja. Leider kann ich dir nichts von meinen Vorräten geben, da ich sie für meine Sitzungen selbst benötige. Aber Stechapfel wächst fast überall, wo es feucht genug ist. Okay. Es sieht aus wie dorniges Unkraut mit weißen Blüten. Hier in der Gegend findest du sicherlich. Der Oase haben wir so einen Strauch gefunden. Auf Wiedersehen. Und tschüss. Ich ziehe die Gelaber bei nächster Gelegenheit wieder aus. Okay. Auf in die Oase. Yeah. Yeah. Genau, aber das wollte er nicht nehmen, ne? Ja, erst wollte der, weil er sich dafür zu... Die Samenkörner in den Blüten sehen aus wie die beim Schamanen. Aha. Gut, dann pflück ich mal eine davon. Er hatte Angst um seinen zarten Hähnchen. So viele Daumen, aber wenn es unbedingt sein muss, Augen zu und durch. Genau, muss einmal ein Mann fällt. Genau, sagt Mutombo, so aber nicht. Okay. Das wollen wir denn ins Wasser pumpen, ja, ne? Das wäre super, wenn das nice geht. Niemand unter den Anwesenden, der sich Assis stellen will? Ja. Sind denn nur Feiglinge hier? Ja, Warte kurz. Gleich. Böser Fenton. Aber ohne Hinterlist gerate ich gegen diesen Riesen ins Hintertreffen. Jetzt muss ich nur noch auf einen günstigen Moment warten. Und wenn niemand schaut, werfe ich die winzigen Stechapfelsamen in den Eimer. Hinter euch ein dreiköpfiges Kamel. Ich suche einen Herausforderer für Assis, den Unbezwingbaren. Wer hat den Mut, gegen ihn anzutreten? 100 vor für denjenigen, der es schafft, Assis in die Knie zu zwingen. So, ich. So, das wäre schon mal geschafft. Ja. So. Du? Willst du es nochmal wagen? Das nenne ich wahrhaftig Mut. Hört, hört! Der Brite mit dem Löwenherz ist zurück und fordert Assis erneut heraus. Genau. Also, wo kommst du her? Aus Hongkong. Der Brite mit dem... Kolonie halt. Do what you want. Ja, ich versuch's nochmal. Ich hab gesagt, aus Hongkong. Dann möge der Kampf beginnen. Ja, und da der nicht so chinesisch aussieht. Also. Hat sich gedacht. Ha. Trink. Ah, guck mal, jetzt haben wir Pose. Jetzt machen wir Pose. Ja. Oha. Ui. Ui. Yes! Oh. Yeah! Jetzt aber hier mal Geld und so. Unglaublich. Du hast es tatsächlich geschafft. Tja, diesmal hat Löwenherz gezeigt, was wirklich in ihm steckt.
In der Tat, eine erstklassige Vorstellung. Ich fürchte, wir müssen Aziz eine kleine Pause gönnen, bis er sich wieder erholt hat. Hier sind deine 100 Frauen. Yeah. Besten Dank. Ja. Nice. Ja. Ja, dann haben wir hier eigentlich alles gemacht, was wir machen wollten. Ja, ich habe euren Geld. Geld haben wir. Es war noch nicht genug. Ich ziehe die Gelaber bei nächster Gelegenheit wieder raus. Ja, bevor die merken, was da passiert. Ja, vielleicht gehen wir zu dem Hütchenspieler und spielen uns den Rest oder so. Ja. Wenn es geht. So hört sich so an, als hättest du einen Plan. Ja. Dun, dun, dun. Ja, ich wüsste jetzt nichts anderes. Also. Ich meine jetzt, das ist bestimmt kein Zufall. Du bist jetzt, es oder? Wieder. Wie sieht's aus? Möchtest du ein Spielchen wagen? Ja, gern. Warum nicht? Vielleicht habe ich ja Glück. Hervorragend. Hervorragend. Lass uns gleich mit einer Aufwärmrunde beginnen. Wir spielen zunächst noch nicht um deinen Einsatz. Aha. Schau dir erstmal in Ruhe alles genau an, damit du das Spiel verstehst und mir nachher keine Vorwürfe machst. Niemals. Also, hier habe ich eine Holzkugel. Ich lege sie unter diesen Becher. Siehst du? Noch kann ich folgen. Ja. Jetzt bewege ich die Becher und vertausche ihre Position. Hm, alles klar. Okay. Denke schon. Wo ist die Kugel jetzt? Entscheide dich für einen Becher. Müsste dann eigentlich. Ich bin mir sicher, dass sie unterm Becher in der Mitte liegt. Genau. Siehst du, es ist ganz ja, einfach. Ja, ganz einfach. So, jetzt aber um Einsatz. Jetzt geht's los. Für den richtigen Becher gewinnst du das Doppelte deines Einsatzes. Mhm. Aber liegst du daneben, gehört dein Geld mir. Gut, fang an. Ja. Huch. Jetzt eigentlich wieder ich bin jetzt in aber ein der bisschen Mitte, fetter als vorhin. Wahrscheinlich. Mit dem Einsatz steigt die Schwierigkeit, ist doch klar. Also, wo ist die Kugel? Die Kugel müsste unter dem mittleren Becher sein. Oder auch nicht. Oh, war ja so klar. Tja. Verdammt, das Geld ist weg. Noch eine Runde. Das würde dir so passen. Nein, nein, mir reicht's. Nein, nein. Schade. Vielleicht später. Schöner aber. Mist. Der Kerl hat mich ganz schön ausgenommen. Ich aber. Muss mein Geld irgendwie zurückgewinnen. Aber der Kerl ist viel zu flink und raten zu riskant. Wie könnte ich es schaffen, die Position der Kugel jedes Mal eindeutig zu bestimmen? Also, wir haben hier... Der Detektor funktioniert. Ein Lämpchen leuchtet, wenn ich ihn an die Schatulle halte. Knauf und Verzierungen sind also tatsächlich aus Gold. Vielleicht können wir ein bisschen tricksen. Warum sollte ich die Schatulle aufbrechen? Sie ist doch schon offen. Okay. Andererseits hat Zerstörung ja schon manches Mal nützliches Neues hervorgebracht. Andererseits. Ah, jetzt haben wir nämlich die goldene Kugel. Und dann können wir ihm mal vorschlagen. Der Hütchenspieler bewegt die Becher mit so wahnsinniger Geschwindigkeit, dass ich nie hundertprozentig weiß, wo die Kugel ist. Das Risiko, auch noch mein restliches Geld zu verlieren, ist eindeutig zu hoch. Ich fürchte, ohne eine Schummelei habe ich keine Chance. Nun denn? Mal sehen, ob mir der Hütchenspieler etwas entgegenkommt. Du bist es wieder. Ich wusste ja, dass du es nochmal versuchen wirst. Yeah. Ich spiele nochmal. Allerdings möchte ich sicher gehen, dass alles mit rechten Dingen zugeht. Du unterstellst mir doch nicht etwa, dass mit meinen Bechern oder mit der Kugel etwas nicht in Ordnung ist. Yeah. Versteh mich bitte nicht falsch. Keine Sorge. Ich habe nichts zu verbergen. Und ich werde dir beweisen, dass ich nicht betrüge. Ich spiele mit jedem geeigneten Objekt, das du mir gibst. Es darf nur nicht zu groß sein und muss unter die Becher passen. Gern. Also, womit sollen wir spielen? Mit der goldenen Kugel. Yeah, golden ball. Wie wär's mit dieser goldenen Kugel hier? Kein Problem, spielen wir also damit. Yeah. Aber das verdoppelt den Mindesteinsatz. Oh. Jeder von uns setzt 50 Francs. Sehr gerne. Einverstanden. Dann lass uns anfangen. Nun, unter welchem Becher verbirgt sich wohl deine goldene Kugel? Liegst du richtig, gewinnst du 100 Francs. Sehr gern. Der Detektor zeigt nichts an.
Darunter ist die goldene Kugel also nicht. Oder Demente. Das hätte ich jetzt auch gedacht, aber... Keine Reaktion. Oh, die goldene Kugel ist demnach nicht unter dem mittleren Becher. Ja, ja. Dann müsste es wohl recht sein. Gepriesen sei die moderne Wissenschaft. Der Aurum-Detektor hat kurz aufgeleuchtet. Also muss die goldene Kugel unter dem rechten Becher sein. Fein. Wenn der Detektor funktioniert, muss sich die goldene Kugel unter diesem Becher befinden. Also schön. Die Kugel ist ganz zweifellos unter dem rechten Becher. Ja, tatsächlich. Volltreffer. So Glück gehabt. Das kannst du laut sagen. Hier sind deine 100 Francs. So, jetzt spielen wir das aber nochmal. Wie wäre es mit einer Revanche? Aber sehr gern. Aber gerne doch. Warum nicht? Natürlich. Ich scheine ja gerade eine echte Glückssträhne zu haben. So. Sehr gut. Wir verdoppeln den Einsatz erneut. Das heißt, jeder von uns legt dieses Mal 100 Francs auf den Tisch. Wenn du wieder richtig liegst, gehören die 200 Francs dir. Andernfalls bin ich der Glückliche. Einverstanden? Einverstanden. Ist zwar eine Menge Geld, aber ich fühle mich irgendwie unschlagbar. Also dann, ich leg die Kugel wieder in die Mitte. Genau. Von mir aus kann's losgehen. Streng dich diesmal ruhig ein bisschen mehr an. Nun, wo ist meine Kugel? Probiere mal. Alle. Treffer. Die Lampe des Detektors hat kurz aufgeleuchtet. Linker Becher. Hundertprozentig. Bist du dir wirklich sicher? Ich meine, es geht um eine ganze Stange Geld. Du kannst mich nicht verunsichern. Linker Becher, sag ich. Wie du meinst. Tada! Verflixt! Du hast schon wieder Glück gehabt! Unfassbar, oder? Komisch! Hier sind die 200 Francs. Danke sehr. Meine Frauen bringen mich um, wenn sie die Kasse sehen. Meine Frauen. Keine weitere Revanche? Nein, heute nicht mehr. Deine Glückssträhne ist mein Ruin. Tja, ja. Nichts für ungut. Ich verschwinde. Ja, viel Glück brauche ich dir ja nicht zu wünschen. Ja, jetzt habe ich endlich genug Geld hat für die Kaution des Professors. Yeah. Stimmt, da, oh Mann. Ja, eigentlich machen wir das alles nur um... Ach ja. Der Professor. So. Hallo, Professor. Geld. Da. Hören Sie. Ui. Hören Sie mal. Ich habe hier die Kaution für Professor Hayes. Die ganze Summe? Ja. 200 Francs, ja. Erstaunt? Nun gut, dann darf Monsieur Hayes seine Zelle verlassen. Ach, na Gott sei Dank. Wird ja auch Zeit, ne? Wir eiern hier schon eine ganze Weile rum. Steh ich mal auf und... Kommen Sie, Hayes. Sie dürfen gehen. Au revoir. Unglaublich. Lebt er noch? Ja. Aha. Hat er die Tropfen gekriegt? Ah. Ja. Sind Sie in Ordnung? Ja, alles in Ordnung. Vielen Dank, Junior. Lassen Sie das uns gehen. Indiana Jones-mäßiger geht's gar nicht. Nein. Junior. Entschuldigen Sie, dass ich Sie in diese Kaschemme geführt habe. Aber solange sich der gute Monsieur Lacoste noch in meinem Laden rumtreibt, ist dies sicher der bessere Ort für eine ungestörte Unterredung. Machen Sie es sich bequem. Es ist eine lange, aber auch sehr spannende Geschichte, die ich Ihnen erzählen möchte. Und keine Sorge, ich werde Sie ganz sicher nicht langweilen. Das mag sein, Professor. Nur ein klitzekleiner Hinweis. Das hier ist kein Hörsaal und ich bin keiner Ihrer Studenten. Okay. Ich suche meinen Freund. Und die Nazis sitzen mir im Nacken. Das übliche halt. So wie sonst, ne? Also ein bisschen schneller muss das gehen. Aber wenn Sie Ihren Freund finden wollen, müssen Sie verstehen, worum es bei Ihrer Suche geht. Okay. Und was Sie am Ende erwarten könnte. Na gut. Na schön. Legen Sie los. Los. Meine wissenschaftlichen Forschungen beschränken sich fast ausschließlich auf Tibet. Die Religion, die Geheimnisse und die Legenden des Landes haben mich schon als jungen Mann fasziniert. Im Laufe der Zeit wurde ich ein gefragter Tibet-Experte, hatte einen Lehrstuhl und bekam sogar hin und wieder Geld für Expeditionen. Die letzte dieser Expeditionen war jene mit Yeng Guang. Wie Sie wissen, fanden wir einen toten Mönch, Kaktusfragmente und diesen Kristall. Das Drachenauge. Genau. Genau.
Genau. Die Überreste der Karte lieferten Hinweise auf ein geheimes Kloster im Kimbalung-Tal. Nun war ich bereits während meiner Studien und auf früheren Reisen immer wieder auf Legenden um ein verborgenes Tal gestoßen, in dem sich der Eingang zum legendären Shambhala befinden soll. Der Begriff Shambhala war mir also nicht unbekannt. Damals wusste ich allerdings nur, dass Shambhala für die Buddhisten ein Königreich ist, in dem eine Dynastie erleuchteter Könige die geheimsten Lehren des Buddhismus behüten soll. Natürlich ging ich immer davon aus, es handle sich dabei um ein mystisches Königreich im Geiste, allenfalls erreichbar durch Meditation oder sonstige religiöse Übungen. Sie wissen schon, dass es diesen Ort aber tatsächlich im Hier und Jetzt geben sollte, ließ mich natürlich aufhorchen. Ich witterte die Möglichkeit einer sensationellen Entdeckung. Nun, leider fanden Yen Wuang und ich das Tal damals nicht. Ein zeitiger Wintereinbruch machte uns einen Strich durch die Rechnung und wir mussten aufgeben. Zu weiteren Expeditionen kam es bedauerlicherweise nicht, weil mir die entsprechenden Mittel fehlten. Dessen ungeachtet trug ich alles Wissen über Shambhala zusammen. Ich studierte die zugänglichen Quellen, übersetzte alte Texte neu und gleich einem Passen entstand so nach und nach ein Bild. Das Bild von einem rätselhaften Ort, dessen Macht unbeschreiblich ist. Was für ein Ort soll das denn sein? Ein uralter Ort. Älter, als du dir vorstellen kannst. Also doppelt so alt. Sehr alt. Sehr alt. Dort, mein Freund, haben alle Fragen und alle Antworten ihren Ursprung. Wow. Dass ich erkenne, was die Welt im Innersten zusammenhält. Sie sprechen in Rätseln. Geht's nicht ein bisschen konkreter? Ich suche nicht nach Erleuchtung. Ich möchte nur meinen Freund lebend wiederfinden. Das ist vielleicht nicht der schlechteste Grund. Grund wofür? Für die Suche. Die Suche nach Shambhala. Ich muss das jetzt nicht verstehen, oder? Nein, nein. Sie wollen also etwas Konkretes. Ja, gerne. Geht so, ne? Sie ist das Ergebnis meiner jahrelangen Recherchen. Vor ungefähr 10.000 Jahren entdeckt ein Stamm von Jägern und Hirten ein riesiges Höhlensystem im Himalaya. Die geistigen Fähigkeiten der Menschen entwickeln sich dort plötzlich sprunghaft. Und der daraus resultierende technische Fortschritt ermöglicht es ihnen, in den Höhlen sesshaft zu werden. Den Menschen wird bewusst, dass dies ein ganz besonderer Ort sein muss. In seinem Zentrum ist eine Energie spürbar, die für die rasante Entwicklung verantwortlich zu sein scheint. Und diese Energie erweist sich für die Menschen als Geschenk der Götter. Sie nutzen diese Gabe zum Bau gigantischer unterirdischer Tempelanlagen. Schon im Lauf weniger Generationen entsteht so eine blühende Kultur. Wissenschaft, Kunst und Architektur erreichen ein Niveau, das dieser Zeit weit voraus ist. Die Menschen entwickeln neben einer komplexen Sprache auch eine erste vollständige Schrift. Die Energie selbst, in Verbindung mit den im Eiltempo gewonnenen Erkenntnissen auf medizinischem Gebiet, lassen die Menschen ein extrem hohes Alter erreichen. Krankheiten gibt es so gut wie keine mehr. Und diese Höhlen sollen Shambhala sein? Deswegen ist das für die Nazis ja, so interessant. Davon bin ich fest überzeugt. Sie können es aber auch gerne anders nennen, falls Ihnen ein anderer Name eher zusagt. Ich weiß nicht. Klingt immer noch alles nach Märchen. Auch ohne Drachen. Nun ja, der Drache. Ich persönlich glaube ja, dass der Drache lediglich ein Symbol ist. Denn die Geschichte geht noch weiter. Noch weiter? Oh nein. Irgendetwas muss passiert sein. Denn Shambhala wurde verlassen. Den genauen Grund kenne ich nicht. Aber was, wenn nicht eine Katastrophe, hätte die Menschen dazu veranlassen sollen, diesen wunderbaren Ort zu verlassen? Und Sie denken, diese Katastrophe hat was mit einem Drachen zu tun? Vielleicht. Ganz genau. Der Drache steht vermutlich sinnbildlich für diese unvermittelt auftretende Katastrophe.
Welche Art dieses Ereignis war, kann ich nur mutmaßen. Doch wahrscheinlich steht es im Zusammenhang mit der Energie des Ortes. Okay. Hm, gut. Man hat Shambhala also verlassen, aber warum wird der Eingang dann heute noch bewacht? Nur wenige überlebten diese Katastrophe. Aber es Und sie hatten sicher gute Gründe dafür, aus ihrem Wissen um Shambhala ein wohlgehütetes Geheimnis zu machen. Sie bildeten eine verschworene Kaste von Priestern aus, die dieses Wissen von Generation zu Generation weitergaben und geben. Es gibt diese Priesterkaste immer noch? Natürlich. Sie sollten das eigentlich wissen. Schließlich waren sie ja schon in einem ihrer Klöster. So. Ja, gut. Die Priesterkaste gründete weit entfernt von anderen Siegern zwei Klöster, in denen das Geheimnis von Shambhala bewahrt werden sollte. Das erste Kloster wurde direkt über dem einzigen Eingang zu Shambhala erbaut. In einem schwer zugänglichen Tal namens? Kembalung. Kembalung. Verblieb der Großteil der Priester. Ganz klar. Sowie eines der beiden Artefakte, die den Eingang zu Shambhala öffnen können. Sie glauben also wirklich, dass die Kammer mit den Schriftzeichen nach Shambhala führt? Das würde doch aber bedeuten, dass Richard jetzt dort ist. Ja, ja. In der Tat. In der Tat. Aber kann er dann überhaupt noch am Leben sein? Ich meine, die Katastrophe, die wenigen Überlebenden, der Drache. Es gibt nur einen Weg, das herauszufinden. Wir brauchen das zweite Artefakt. Genau. Sie sprachen vorhin davon, dass die Mönche zwei Klöster gegründet haben. Genau. Dann befindet sich der zweite Schlüssel in dem anderen Kloster. Davon gehe ich tatsächlich aus. Die zweite Gruppe der Priester wanderte über die Gipfel des Himalaya, den sogenannten verlorenen Horizont, bis ins heutige Indien und verbarg das andere Schlüsselartefakt dort in einer Tempelanlage. Leider konnte ich nie herausfinden, wo sich diese genau befindet. Aber wir haben doch das Drachenauge. Genau. Und die Inschriften in dem Kloster besagen, dass es uns die Lage des zweiten Schlüsselartefakts verraten wird. Das schon, aber Sie vergessen, dass wir auch die Karte der Hüter benötigen. Ich habe lange nach einer Karte gesucht, die aus solch alten Quellen stammen könnte. Die einzigen Hinweise, die ich gefunden habe, beziehen sich auf eine merkwürdige Landkarte, die ein osmanischer Admiral namens Piri Reis, der das Risotto, angefertigt hat. Okay, also. Auf dieser Karte sind zum Beispiel die eisfreien Umrisse der Antarktis zu sehen. Wie Sie wissen, wurde dieser Kontinent offiziell erst 1820 entdeckt, also mehr als 300 Jahre später. Wie konnte Piri Reis dann aber damals schon wissen, wie der antarktische Kontinent ohne Eis aussieht? Den handschriftlichen Notizen des sprachbegabten Admirals nach griff er bei der Erstellung seiner Karte auf tausende von Jahren alte Quellen sehr, zurück, sehr alte die ihm bei einer Reise tausende von Jahren aus seinem Hände gefallen waren. Leider 2000 gibt es von plus. Der Karte heute nur noch ein kleines Fragment. Mindestens. Der überwiegende Teil ist verschollen. Wurde aber von den Nazis gefunden. Was? Als sie den Namen des Admirals so und so Reis erwähnten, habe ich mich daran erinnert. Ja, genau. Sonst höre ich sehr gut zu. Die Anführerin der deutschen Expedition, diese Gräfin von Hagenheld, davon geredet hat, aber mit von dem Drachen haben eine Karte gemerkt, in einem Berliner Museum untersuchen zu wollen. Dabei fiel auch der Name Piri Reis. Das wäre allerdings eine Sensation. Ich würde es eher als Chance bezeichnen. Eine Chance für uns, das zweite Schlüsselartefakt zu finden. Und zwar vor den Nazis. Ja. Sie wollen nach Berlin fahren? In die Höhle des Löwen? Scheint schon. Wir haben keine andere Wahl. Nur so können wir die Piri Reis-Karte mit dem Drachenauge untersuchen. Aber dort dürfte es vor Wachen nur so wimmeln. Und die Karte selbst wird bestimmt nicht einfach in einem Schaukasten ausliegen. Wie stellen Sie sich das vor? Tja. Damit beschäftige ich mich, wenn es soweit ist. Okay, guter Plan. Jetzt sollten wir schnell das Drachenauge aus Ihrem Laden holen und nach Berlin aufbrechen. Genau, genug gequatscht. Zurzeit finden dort die Olympischen Sommerspiele statt. Was? Okay. Wir dürfen also auch unter den Besuchern Sommerspiele in Deutschland? Nicht weiter aufbrechen. Ja, 36. Wie Sie meinen. Also, keine Ahnung. In Ordnung. Lacoste müsste mit der Inventur meines Ladens inzwischen auch fertig sein. Also, lassen Sie uns das Drachenauge holen.
Warten Sie bitte einen Moment. Das Drachenauge ist im Hinterzimmer versteckt. Oh, oh. Mhm. Na, wenn das mal gut geht. Oh, oh. Lass die Zeit. Aha. Also, doch. Hat er. Hier, das ist es. Sehen Sie, unversehrt und funkelnd. Wie an dem Tag, als wir es gefunden haben. Sehr schön. Wir dürfen keine Zeit verlieren. Genau. Lassen Sie uns den nächsten Zug nach Casablanca nehmen und nach Spanien oder Portugal einschiffen. Je größer unser Vorsprung vor den Nazis, desto besser. Richtig. Ich muss schon sagen, Ihre dynamische Art imponiert mir, junger Mann. Langsam, langsam. Ich auf meine alten Tage. Professor, in Deckung! Die haben einfach zu lange gequatscht. Oh. Nimm doch das Ding. Professor. Professor. Geht's Ihnen gut? Ja. Nee, ist klar. Professor, geht's Ihnen gut? Wir haben das Drachenauge. Lass uns abhauen. Luigi. Luigi. Fabrizio. Ja. Nein. Super, alles umsonst, weißt du? Professor. Professor, geht's dir wir gut? Wir hängen hier seit mindestens 3 Folgen rum, ja? Ja. Denn Sie haben es mitgenommen. Oh nein. Sie dürfen sich nicht anstrengen. Emotionale Musik. Bleiben Sie liegen. Ich hole Hilfe. Seien Sie kein Narr. Sie müssen ihn sofort folgen. Aber Sie brauchen dringend einen Arzt. Nein. Nein. Hören Sie mir genau zu. Man wird Sie nicht aus dem Land lassen, wenn man Sie hier findet. Folgen Sie ihnen. Verlieren Sie keine Zeit. Ja. Sie können aber hier nicht mehr helfen. Professor. Herr Junge, aber schnell. Aber helfen Sie sich. Alles wird gut, Professor. Halten Sie sich an Ihren Plan. Und holen Sie es sind wohl das sehr Drachenauge zurück. Sehr viele. Warum liegt es allein an Ihnen zu verhindern? Gehen Sie. Dass die schnell. Nazis nach Schambach. Holen Sie es zurück. Nicht so wie und damals, als ich 7 Jahre alt war. Da hatte mein Vater. Aha. Ah, guck mal. In Hongkong. Ach, meanwhile. Ah, meanwhile, in Hongkong. Ja. Der Gouverneur. Ja. Und der Mann mit dem Schnurrbart. Verzeihung, Sir. Soeben ist ein Telegramm für Sie eingetroffen. Mhm. Danke, Huxley. Huxley. Huxley mit dem Schnurrbart. Ist noch etwas? Nein, Sir. Ich dachte nur. Schon gut, ich brauche Sie im Moment nicht. Sie können gehen. Ich dachte nur, ich könnte lesen. Ich könnte was nein, hau ab. Nein. Deutsche Soldaten haben uns in einem Kloster überfallen. Stopp. Richard ist immer noch dort. Stopp. Paddock hat mich befreit. Stopp. Stopp. Konnte mich nach Indien durchschlagen. Stopp. Schicken Sie Verstärkung. Stopp. Warte im Camp Hadley in Rangpur, Nordindien. Stopp. Gezeichnet Lieutenant Thomas Finch. Stopp. Jetzt wird's verbrannt. Streng geheimes Dokument. Ja, genau. Weil es bestimmt keiner gelesen hat bisher. Brutzel, Brutzel. Okay. Viertes Kapitel. In der Höhle des Löwen. Yes. Deutsche Natur. Und erst dann nach Portugal. Genau, und dann nach Portugal nicht, nein, sondern nach Spanien. Nein, nein, auch nicht. Und dann nach Frankreich. Nein, auch nicht. Direkt nach Deutschland. Boah, krass. Bremerhaven. Bremerhaven. Schön. Schöner Ort, ja. Bremerhaven. Und dann auf nach Berlin. Auf nach Berlin. Ja. Reichshauptstadt. Ganz unauffällig, denn. Ja, Boy hinterher. Total. Ja gut. Dann sind wir also in Berlin. Die Gräfin und ihre Schergen sind im Hof dieses Gebäudes verschwunden. Aha. Höchstwahrscheinlich handelt es sich hier um das Museum, in welchem sie die Karte des Piri Reis mit dem Drachenauge untersuchen wollen. Aha. Tja, zufällig ist das auch genau mein Ziel. Ach, zufällig. Aber bevor wir uns das näher ansehen oder uns als Touristen in Berlin rumschlagen, speichern wir. Genau, und sehen uns in der nächsten Folge.